Hallöchen, zurück hier bei Attack of the B-Team. Da sind wir wieder bei einer neuen Aufnahmesession. Hurra, hurra, die Post ist da. Nein, die Post ist nicht da, sondern ich bin da, der Terra. Und ich habe mir überlegt, also ich habe jetzt vom letzten Mal her keinen Livestream gemacht, das muss ich euch dazu sagen. Und ich möchte gerne mit euch die Sachen hier auf YouTube machen. Ich habe nämlich heute so ein bisschen rumgespielt. Es hat leider nicht so geklappt, wie ich mir das gedacht habe. Und irgendwie ist mein Mikrofon total laut. Ich habe keine Ahnung, warum. Ich muss mal eben gerade ein bisschen dran rumspielen. Moment. Dass ich das jetzt mal leid... Boah! Hallo? Jetzt ist es um einiges leiser. Ich mache das mal auf 37, wie ich es immer hatte. Alter, ich muss ja voll das Ohr weggeflogen sein gerade. Ich werde das natürlich erstmal irgendwie wieder einsynchronisieren. Was war denn das, bitteschön? Das ist mir ja noch nie passiert. Ist ja krass. Ja, ich finde es schön, dass ihr mal Ohren hattet. Ich habe nämlich gerade gesehen, was hier für ein Ausschlag auf der rechten Seite war. Das war irgendwie gerade etwas strange, aber hey. Deswegen habe ich auch das Gefühl gehabt, dass meine Ohren übersteuern, aber naja. Was wollte ich jetzt sagen? Also ich möchte gerne mit euch dieses eine Modpack gerne ausprobieren. Das möchte ich aber gerne hier auf YouTube machen und nicht im Livestream. Und ich muss euch auch dazu sagen, ich werde jetzt versuchen, Minecraft. Also, wir haben ja jetzt, wenn diese Folge erscheinen wird, KW 2. Ja, das ist tatsächlich schon die KW 2. Und dann werden halt die geraden Wochen die Minecraft-Wochen und die ungeraden Wochen die Landwirtschaftswochen. Und, ja, ihr habt es schon gehört, ich werde den Landwirtschaftssimulator wieder anfangen. Und das möchte ich jetzt hier einmal sagen. Wenn du die Folge wahrscheinlich guckst, ist das schon jahrelang her. Also, naja, du weißt schon, was dann passiert war. So, das möchte ich nur mal so am Rande erwähnt haben. So, ich möchte gerne mit euch diese Genexperimente machen. Und die sind eigentlich gar nicht so schwer zu machen. Weil du brauchst eigentlich nur ein Spinnenauge, du brauchst ein bisschen Eisen und du brauchst Cobblestone. Dann hast du schon mal diesen Kompositgenerator, womit du dann diese Gerätschaften alle ansteuern kannst. Und ich glaube, das machen wir jetzt auch. Es sei denn, ein Creeper versperrt uns den Weg. Hey, Creeperman! Hallöchen! Warte mal, ich will den mal mit dem Atana vernichten. Gib mir dein Herz! Los, gib mir dein Herz! Okay, es hat mir nur ein bisschen Gunpowder gegeben. Wir laufen mal nach Haus. Also, ich glaube, im Gegensatz zu der anderen Aufnahme, die ich letztes Mal hatte, bin ich heute etwas aufgedrehter. Es könnte durchaus sein, dass ich zu viel Cola getrunken habe. Ich habe ein bisschen übertrieben, tatsächlich. Kann ja auch mal passieren. Und vor allen Dingen hatte ich einen mega starken Kaffee, aber das ist schon mehrere Stunden her, aber ich kann trotzdem noch nicht schlafen. Weil ich immer noch so aufgedreht bin. Das Ding packen wir mal vorne in die Kiste. Ich pack mal die Kreide hier rein. Das machen wir auch mal mit denen hier. Hier ist ja noch die weiße. Wir haben 4 Blaze Roads. Wir brauchen allerdings noch mehr. Also, wir werden uns auf jeden Fall nochmal unten in den Nether begeben, weil mir fehlen nämlich noch etliche Sachen. So, Cobblestone. Cobblestone. Und ich brauche Augen. Ich weiß nicht, brauche ich hierfür auch. Cool. So eine Lupe kann man ja mal ganz einfach bauen, tatsächlich. Da einfach Eisen drum. Was brauche ich denn für den DNA-Splitter? Ein Basic DNA-Addiction. Zellen. Warte, Zellen. Zellen kriege ich, glaube ich, wenn ich eine Spritze habe. Nee. Hier, dieses Ding brauche ich. Einen Scrapper. Einen... Na, du weißt schon. So, machen wir uns hier mal ein paar Stone Sticks und dann nehmen wir uns, bauen wir mal diesen Scrapper. Mit diesem Scrapper kann ich jetzt dann Proben nehmen. Wenn ich mich nicht ganz täusche, ich habe das nämlich schon mal angetestet gehabt, dieses Paket. Und dann kriegt man diese Zellen daraus. Und aus diesen Zellen kannst du dann spezielle Zellen machen. Aber da kommen wir dann noch später komplett drauf. Dieses Tainted Soil packe ich mal hier rein, genauso wie das Netherquarz und die Charge Coal. Habe ich irgendwas zum Brennen? Weiß ich gar nicht.
sieht nicht so aus. Ich möchte übrigens auch noch erzählen, ich habe tatsächlich mit dem falschen Spielstand weitergespielt. Ich habe nämlich meinen Kopiespielstand genommen. Weil ich mache das nämlich immer so, sagen wir mal, ich probiere was in der Kopiewelt aus, aber die hat natürlich den gleichen Stand wie die andere. Und weil ich vorher eine Kopie gemacht habe von dem Spielstand, habe ich jetzt natürlich dann den falschen Spielstand genommen. Aber das ist nicht ganz so tragisch. Wenn ich das weiß, ist das gut. Und dann muss ich das halt irgendwie versuchen wiederherzustellen. Wollte ich nur mal so am Rande erwähnen, weil mir das doch ein bisschen auf dem Herzen lag, das zu erzählen. Weil ich einfach mal den schönen Speicherstand genommen habe, der einfach nicht dazugehört. So, ich habe Augen. Jetzt muss ich erstmal ein paar Öfen machen. 2 Stück, um genau zu sein. So. 2 Öfen. 1 Spinnenauge. Und oben und unten Eisen. So, jetzt haben wir schon diesen Generator. Das Witchery-Buch. Komm, packen wir auch hier rein. Ich glaube, ich packe die Witchery-Sachen erstmal komplett weg. Ich weiß auch, wo ich diesen... Nein, das wollte ich mitnehmen. Diesen Generator hinpacken. Wenn es jetzt nicht Nacht werden würde. Aber wir laufen mal schnell in das andere Haus. Ich habe mir eigentlich so gedacht, entweder packen wir das in unsere wissenschaftliche Hütte oder in unsere erste Hütte. Weil da haben wir ja schon diesen archäologischen Scanner stehen. Und ich muss mir da tatsächlich auch nochmal ein Bett hinstellen. Das sieht ja richtig merkwürdig aus hier. Da steht das Gras einfach mal ein bisschen nach oben. Soll's geben. So. Einmal wieder schlafen. Ich hoffe, man sieht diesmal meinen Mauspfeil. Habe ich den Haken reingemacht? Ich weiß es gar nicht. Also letztes Mal ist mir aufgefallen, dass der Mauszeiger gefehlt hat. Aber bei Minecraft ist das ja tatsächlich nicht so schlimm, weil ja hier auch die ganzen Kästen immer aufleuchten. Und vor allen Dingen dann auch... Man weiß ja quasi, wo man ist, ne? Man kann sich das ja denken, wenn ich jetzt hier wackle, wo ich gerade, mit meinem Mauszeiger drauf bin. Das ist ja das Schöne an Minecraft. Dass man selbst ohne Mauszeiger weiß, wo man drauf ist. So. Habe ich denn hier drinnen Platz? Dafür müsste ich eigentlich das da alles abbauen. Will ich das? Nee. Ich werde mal gucken, ob ich das da hinten hinsetzen kann. Weil wir haben da ja so viel Platz drinne. Und das bietet sich ja eigentlich förmlich dafür an. Dass wir da unsere wissenschaftlichen Experimente mitmachen. Babs. Wir haben ja sowieso aufgeräumt. Oder wir haben es noch nie richtig eingerichtet gehabt. Ich habe hier sogar einen Kompressor stehen. Und hier ist dieser Analyser für die ganzen archäologischen Sachen. Und es wird gerade echt kalt hier drin. Ich muss mal... Wobei, nee, das Fenster lasse ich nochmal kurz offen. So, da packen wir mal das Teil hin. Jetzt könnte ich hier irgendwas reinpacken. Weil ich muss ja auch Strom herstellen. Aber im Moment macht er noch keinen Strom. So. Ich brauche Glas. Ja, jetzt ist es natürlich wieder so ein Moment, wo ich 1500 Mal laufe. Aber ich werde nicht umsonst laufen. Weil ich hier nämlich noch Sachen drin habe. Was kann ich denn mit dem Ding eigentlich machen? Ja. Ein Miniaturherz habe ich. Naja. Ich habe mir ja diesen Container gemacht. Ich könnte mir auch eigentlich... Naja, den besseren könnte ich mir auch noch machen. Lauf! Ich glaube, ich werde da hinten erstmal alles irgendwie machen, was ich so machen... konnte? Könnte? Egal. Rein da. So. Oh, ich habe hier sogar Hähnchen. Kupfer oben rein. Lidohr raus. Eisen raus. Hier haben wir 2 Eisen. So. Effizient brutzeln. Genauso wie da. 1 Holz, 1 Stick. Das ist das effizienteste Schmelzen, was es gibt eigentlich. Und jetzt wollte ich eine Lupe machen. Dafür brauche ich Glas. Habe ich hier noch irgendwo Glas? Ich glaube nämlich nicht. Oder im Keller. Gehen wir mal gucken. Ich weiß es nämlich gerade nicht aus dem Kopf.
Es ist zwar erst eine Woche her, seitdem ich das letzte Mal aufgenommen habe, aber trotzdem muss man gucken, was man so hat. Cobblestone, Erde, Sand. Ich habe jetzt Sand drinne. Und Glaspanels. Okay. Das bringt mir also nichts. Ach, gucke an. Hallo! Spider-Man! Und es hat ein Auge verloren. Sehr gut. Wir sind schon Level 30, sehe ich gerade. Hips, hips, hips. Und hoch da. Nee, was ich eigentlich ansprechen wollte, man wird vielleicht merken, dass ich etwas aufgeweckter bin. Und, ich sag mal, so wie früher eigentlich wieder aufnehmen kann, was mich sehr freut. Und es ist jetzt tatsächlich vollbracht. Ich bin jetzt schon mehrere Tage im neuen Job. Und der bekommt mir wirklich sehr gut. Ich hatte am Anfang irgendwie Sorge, dass das gar nicht so gut wird. Aber deswegen war ich so ein bisschen verschlossen auch. Aber es tut mir richtig gut. Hoch! Also so eine richtige Veränderung mal durchzumachen, das ist echt schön. Und ich muss jetzt erstmal so sagen, bis jetzt könnte es nicht besser laufen. Aber ich kann euch erst ein richtiges Update dazu geben, wie gut es läuft und alles, wenn erstmal ein halbes Jahr rum ist. Da sprechen wir uns nochmal. Da möchte ich euch so ein bisschen gerne auf dem Laufenden halten. Und vielleicht werde ich auch mal dann sagen... vielleicht werde ich mal so ein bisschen mehr aufdecken. Mal gucken. So. Jetzt möchte ich gerne... Ich glaube, ich muss den DNA... Ach so, so einfach ist das zu machen. DNA-Analyser. Das heißt, ich muss hier halt die Lupe reinmachen und hier drumherum. So. Jetzt haben wir schon mal den DNA-Analyser. Jetzt brauchen wir noch den... Wir brauchen eigentlich alle Geräte, das ist das Problem. Das sind zweierlei Maschinen, ne? DNA... Achso, das ist der normale und das ist der DNA-Autosplitter. Was soll mir das jetzt sagen? Also ich muss auf jeden Fall ein Buch haben. Oh je, Bücher. Bücher sind bei mir so eine Seltenheit. Ich glaube aber, ich hatte mal irgendwo Bücher gemacht. Ach hier, die Seelen wollte ich ja reinpacken. Was konnte man nochmal aus den Seelen machen? Ach ja, den Enderporter. Den möchte ich gerne haben tatsächlich. Aber wie mache ich einen Amnetisten? Biomes Oplenty. Den haben wir noch nicht gefunden, ne? Von allen möglichen Mineralien und Rohstoffen, die wir gefunden haben, haben wir noch keine Amnetisten gefunden. Die sind bestimmt mega selten. Bestimmt noch seltener, als es im normalen Spiel die Diamanten wären. Oh je. Das freut mich ja schon. Wenn wir die mal irgendwann finden. Ich glaube, dann schreie ich. So, jetzt wird mir kalt. Moment mal. So. Ich musste mal eben gerade das Fenster schließen. Brrr. Ist aber auch frisch. Draußen. Sind auch, glaube ich, gerade minus 5 Grad. Und es schneit wie sonst was da draußen. Also dieses Jahr, ich hatte schon damit gerechnet, dass Anfang Januar hier auf einmal das Wetter umschlägt, wie sonst. Als ob es nichts Besseres gäbe. Und es ist tatsächlich passiert. Es ist nämlich hier bei uns meistens so, in Deutschland, dass der Winter erst richtig anfängt, wenn der Januar da ist. Im Dezember, wo es ja früher auch schon weiß war. Also ich kenne die Zeiten noch, da war es Dezember, war es weiß. Mittlerweile ist es irgendwie so ein Matschwetter. Es gibt schon lange keine weiße Weihnacht mehr. Das finde ich ein bisschen schade. Und das letzte weiße Weihnachten war, glaube ich, 2000 und... Boah. 2006 oder 2005. Ich weiß es nicht. Das ist schon mega lange her. Also... Achso, ich wollte doch gar nicht hier rein. Ich wollte zu den Kühen da hinten. Finde ich etwas schade, dass sich das Wetter so komisch geändert hat. Aber was mir auch aufgefallen ist, dass die Winter viel härter geworden sind. Also ich hatte schon mal einen Winter vor 6 Jahren.
Da waren es in einem Ort, der eigentlich noch nicht auf dem Berg sitzt, ne? Minus 20 Grad. Oder minus 22 Grad. Und es war noch die Zeit, wo ich mit dem Zug fahren musste zur Berufsschule. Und da gab es so einen Bahnhof. Da musste ich tatsächlich eine ganze Stunde warten, weil der Zug vor 5 Minuten immer abgefahren ist. Das ist so ein... Tut mir leid, wenn ich das sage, aber das ist ein richtig scheiß Zwischenbahnhof gewesen, wo ich da umsteigen musste. Moment, ich kann ja eigentlich sagen, welcher Bahnhof das war, weil den, wenn den jeder kennen würde... Ich glaube, das kennen sogar ein paar. Weil wenn man ungefähr weiß, wo ich herkomme, dann kennt man den Ort auf jeden Fall. Salzgitter-Ringelheim. Ich weiß nicht, ob da schon mal jemand von euch war. Da gibt's nichts drumrum. Das ist ein Bahnhof, da stehen einfach nur so ein paar Dächer stehen da. Kannst du dich drunter stellen? Toll. Dann gibt es da noch diese Glaskanzeln. Kannst du dich auch ein bisschen reinstellen? Toll. Und dann gibt es da noch nicht mal irgendwie einen Shop in der Nähe und keinen Bäcker. Jedenfalls habe ich keinen gesehen. Und du hast weit und breit nichts. So, im Winter hast du natürlich das schöne Problem, du kommst, willst umsteigen. Ne? Wenn du aus Hildesheim kamst, musstest du da tatsächlich eine ganze Stunde warten, weil dieser Zug einfach vor 5 Minuten, ungelogen, das steht sogar so im Fahrplan drin, dass der 5 Minuten früher wegfährt, bevor der andere Zug da ist. Das ist so eine scheiß Umstiegszeit, also du kippst nicht. Wenn der mal Verspätung hatte, der Zug, da war ich richtig happy, weil dann konntest du schnell umsteigen und konntest mit dem Zug fahren. Ey, das ist, boah. Wie man einfach so einen beschissenen scheiß Zug fahren lassen kann, ist mir ein Rätsel. Habe ich unten Zuckerrohr im Keller? Das habe ich natürlich nicht geguckt. Ich laufe jetzt hier wieder doof rum und erzähle wieder zu viel. Das hat mich damals so aufgeregt. Ich hatte mal früher immer diese Taschenwärmer in meiner Tasche. Bei minus 22 Grad, ne, waren die natürlich auch... Oh, mega schnell kalt! Aber ich war so froh, dass ich die mit hatte. Also in den Taschen hat es ein bisschen gehalten. Aber ich wäre da sonst wirklich eingefroren. Ich war da natürlich zu der Zeit richtig abgehärtet. Also, da waren es dann mal minus 2 Grad. Ich fand das total warm. Ich habe dann meine Mitschüler da zu der Zeit noch gefragt, was habt ihr denn? Es ist doch gar nicht kalt. Die haben gezittert wie sonst was. Und ich war dann gerade zu dem Zeitpunkt richtig abgehärtet. Weil wenn du da bei minus 22 Grad stehst, eine ganze Stunde lang, und musst auf den Zug warten, und dann taust du im Zug wieder auf. Dieses Kribbeln werde ich nicht vergessen. Es hat überall angefangen zu kribbeln. Es fing an den Fußspitzen an und hat sich hocharbeitet an den Beinen bis in die Arme und in die Hände. Der Kopf war auch leicht entspannt, aber nicht so, dass er gekribbelt hätte. Wo habe ich denn das Zuckerrohr? Ach, da war doch Zuckerrohr. Aber so ein Gefühl hatte ich bis dato noch nie gehabt. Und ich bin so froh, dass ich da nicht mehr fahren muss. Also ich sag euch, steigt niemals da um. Es ist echt eine Katastrophe. Wenn ihr in die andere Richtung, also wenn ihr von der anderen Seite kommt, dann ist es optimal. Dann kommst du wunderbar da weg. Also mit dem anderen Zug, der ja immer früher wegfährt, ne? Wenn du mit dem fährst, mit der Strecke, da hast du ja gar keine Probleme mit. Aber umgekehrt hast du die Probleme und das ist halt das Blöde. So. Ich habe das Zuckerrohr. Jetzt könnte ich mir das Buch machen. Und ich muss gleich mal gucken, ob ich irgendwo diese Proben herkriege. Müsste ich aber normalerweise kriegen. Wenn ich richtig liege. So. Ulululululu. Dass ich jetzt sogar schon über diese Orte spreche. Es ist merkwürdig. Ich habe das früher nie gemacht, dass ich so Orte aus meiner Umgebung eigentlich preisgebe, aber... Weißt du, wir sind sowieso schon ein gläserner Mensch. Wenn du dich im Internet bewegst, dann kannst du das auch so machen. Ist mir doch egal. So. Leider ist hier nichts. Ich werde mal versuchen, da oben an dem Schaf mal so ein paar Gene abzugrasen.
Mal gucken, ob das geht. Ah, Rechtsklick musste ich machen. Das sind Schuppen, ne? Ich kann sie nicht aufsammeln. Wie kriege ich denn diese Zellen? Was schmeiße ich denn jetzt mal weg? Hier. Samen zum Beispiel. Aber ich werde auch mal die Schafe gerade mal... Sind gerade ein bisschen in Panik geraten. Also wenn ich einen Pfeil im Kopf stecken hätte, dann würde ich auch ein bisschen Panik haben. So, das wollte ich auch schon die ganze Zeit mal machen. Oh, ein pinkes Schaf haben wir jetzt sogar gekriegt. Ist ja schön. Achso. Ich wollte ja mal den Analyser da aufstellen. Mal gucken, was passiert, wenn ich das mache. Ob ich dann richtige Gene kriege. So. DNA-Analyser. So, und voll ist er. Der Ofen geht auch... Wow. Jetzt packen wir hier das mal rein. Und schon wird das Gen... analysiert. Der Ofen hat auf jeden Fall Dampf. Guck mal, wie schnell der die Sachen wegbrennt. Mein Gott. So, was kriegen wir denn daraus? Wir kriegen Organic Drop. Und wir kriegen eine Zelle. Organic Drop. Was kann ich damit machen? Das kann ich zum Verbrennen benutzen zum Beispiel. Nicht dein Ernst. Kann ich das essen? Hm. Ich sollte ja vielleicht mal eine Kiste hinstellen, wenn ich Holz hätte. Weil ich nämlich gerade echt ein Problem habe. Natürlich, ich habe hier keinen Baum gepflanzt. Warum auch? Weil ich da schon Ewigkeiten nicht mehr war. Naja, okay. Ich hätte vielleicht das Ahatana auch mal wegpacken können. Aber ich laufe gerne mit vollem Inventar rum. Das kennt man leider nicht anders von mir. So, fällen wir mal den Baum hier. Wenn wir das mit den Genen gemacht haben, dann werden wir, glaube ich, bei Witchery weitermachen. Ich wollte das jetzt nur erstmal so übergangsmäßig, wenn ich jetzt schon mal aufnehmen kann, wollte ich jetzt mal mit den Genen anfangen. Ach so, ich sollte vielleicht auch wieder einen Baum pflanzen. So. Wo war das jetzt? Habe ich die Gene wieder... Da sind sie doch. Gene! Ach so. Genende Leere. Wir stellen mal da eine Tanne hin und dort eine Tanne. Vielleicht sieht das ja gut aus, wenn die gewachsen sind.